Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, genau das ist jetzt der Startschuss zur 10-Euro-Überraschungsshow, liebe Zuschauer. Große Schnäppchenjagd wieder bei Pearl TV, denn wir haben jeden einzelnen Artikel für Sie auf gerade mal 10 Euro herunterreduziert. Noch vor wenigen Sekunden deutlich kostspieliger bei uns im Programm. Und die nächste gute Nachricht, Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Wir beide haben überhaupt keine Ahnung, was da jetzt auf uns und auf Sie zukommen wird. Aber unsere beiden Schönheiten, Diana und Monika, die wissen ganz genau, was kommt. Und die stehen schon da hinten in den Startlöchern und die holen wir jetzt gerne mal dazu, die beiden. Und ich möchte wetten, da ist auch mit Sicherheit was Interessantes für Sie dabei. Danke schön. Kleines Paket. Guten Abend. Und ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht, die Produktreise. Wir beginnen mit, das ist was Tolles. Ich glaube, das gefällt auch Diana. Du hast das schon ausprobiert, das weiß ich. Ja. Das ist eine ganz spezielle Uhr. Also ich muss über diesen Teil. Moment, 1, 2, 3. Also, jetzt haben wir schon zwei Sachen, Uhr und Pfeife, aber ich liebe diese Uhr. Erstens mal eine Uhr für 5 Euro, wo bekommt man das? Aber dieses, das ist eigentlich so eine Survival-Uhr, so eine Outdoor-Uhr. Ja, richtig. Das sehen wir am Armband, das ist unglaublich haltbar. Ja, wir sehen, wir haben einen Feuerstein drin. Vorsicht, unser Teppichboden brennt. Also hiermit kann man auch in der Wildnis ohne Feuerzeug oder ohne Streichhölzer Feuer machen. Wir haben einen Kompass, wir haben ein Messer, eine Notfallpfeife und jetzt hast du noch etwas, du sagst mir nachher, wenn ich was vergessen habe, Carsten, du kannst das Armband auseinanderflechten und dann hast du hier im Prinzip ein Zugseil, das absolut reißfest ist. Ja, ein sogenanntes Paracordband, so nennt sich das. Bis 50 Kilogramm belastbar. Das heißt, es hält also schon eine ganze Menge aus, kann man in der Wildnis, wenn man unterwegs ist, im Survival-Bereich sicherlich immer wieder mal gebrauchen, aber genauso natürlich auch die anderen Funktionen dieser coolen Uhr. Und unabhängig davon, dass sie natürlich für jeden, der im Outdoor-Bereich unterwegs ist, hervorragende Möglichkeiten bietet, finde ich, sieht hier auch noch richtig klasse aus. Ich finde die gerade mit dem Gehäuse und dem Armband echt schön, Monika. Du, wenn ich jetzt nur mal überlege, wenn du heute an einer ganz normalen 0815 Uhr die Batterie wechseln lässt, zahlst du nur für die Batterie, ich sage mal fürs Wechseln, im Schnitt wahrscheinlich 10 Euro, 9,90 Euro. Ja. Hier bekommst du eine komplette Uhr, einen Kompass, eine Notfallpfeife, im Prinzip ein Feuerstein und dieses schicke, strapazierfähige Armband, das übrigens aus ähnlichem Material ist wie Ihr Gurt im Auto, Ihr Sicherheitsgurt. Ja. Und das ist wirklich toll. Also für mich eine außergewöhnliche Uhr, die eben auch nicht jeder hat. Und da würde ich jetzt sagen, viele Uhrensammler oder die Uhren mögen, die lassen sich abschrecken vom Preis. Ich kann doch jetzt keine Uhr für 5 Euro kaufen. Doch können Sie, weil das ist sowas Außergewöhnliches. Ich glaube, da wird jeder erstmal schauen, was ist denn das für eine außergewöhnliche Uhr? Kompass auch. Und was ich schön finde, Carsten, Kompass. Also ich habe als Kind noch von meinen Großeltern, von meiner Großmutter, die Himmelsrichtungen hier erklärt bekommen, wie das funktioniert. Die Jungen von heute wissen doch gar nicht mehr, wo so Norden, Süden, Westen, Osten ist. Die haben ihr Handy und drücken aufs Navi und dann wissen sie, wo es hingeht. Aber ich finde das interessant, oldschool, dass man das auch mal wieder beigebracht oder gezeigt bekommt. Nie ohne Seife waschen. Das ist ja, weißt du noch, was das heißt? Nie ohne Seifen waschen. Nie ohne Seifen. Das ist die Reihenfolge der Himmelsrichtung. Ja. Norden, stimmt. Osten, Süden, Westen. Aber was sind schon die Kranen und Anzeige? Seife waschen. Ja. Hast du das gewusst, Monika? Ja, das habe ich gewusst. Du kanntest das. Echt? Also kannst du auch draußen sagen, wo Norden, wo Süden ist, wo Westen, ich wo Osten ist? Ich kann dir nur den Spruch aufsagen. Wo geht die Sonne auf? Ich habe mein Handy. Wo geht die Sonne auf? Ich habe mein Handy. Das ist gut. Wo ist Norden? Ich weiß aber, dass die geraden Zahlen zum Beispiel eine 10 ist. Das ist schon mal sehr... Ich eben gelernt. Was war das, die geraden Zahlen? Ja, das ist die 10 ist eine gerade Zahl. Okay, wir haben uns dafür die Top-Ten-Show später was ausgedacht. Das mit den geraden Zahlen ist auch interessant wegen der Himmelsrichtung. Die geraden Autobahnen. A1, also gerade A2, die gehen von West nach Ost und die ungeraden gehen von Nord nach Süd. Also A1, A7, A5, die gehen alle von oben nach unten und die anderen, die gerade Zahlen, von links nach rechts. Guck mal, ich habe schon das genutzt. Wenn man sich ein bisschen auskennt, ist das immer eine gute Geschichte. Das weiß auch der Chris aus Bad Krozingen zu schätzen. Das Produkt ist ein erstklassiges oder hat ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis, hat viele coole Gimmicks und ist für Outdoor super geeignet. Und auch der Uwe aus Leisnig ergänzt noch, das Kordelarmband mit den Sonderfunktionen ist das Beste. Und das für gerade mal 10 Euro, eine waschechte Survival-Outdoor-Uhr. Sicherlich nicht nur für den Überlebenstrip in die Wildnis, sondern mit Sicherheit auch mal so
schon als Uhr ein echter Hingucker, aber eben auch mal so, wenn man draußen unterwegs ist, ein nützlicher Helfer. Bestellnummer ist die NX3273 und die 569. NX3273 und die 569. Gerne bis zu fünfmal bestellbar, wenn Sie möchten. Und Freunde oder Bekannte im Outdoor-Fan-Bereich haben, können Sie die sicherlich sehr glücklich machen. Ich finde die aber auch so zum Tragen schon cool. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jetzt verschiedene Wandergruppen damit eindecken, damit jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Und dann mal so Survival-Training. Aber auch mit Enkeln mal ein Feuer ohne Feuerzeug zu machen. Cool, ich ganz dieser Magnesiumstab. Und das geht mit diesem Magnesiumstab. Ja. Oh. Das ist interessant. Oh, was ist das? Das ist... Oh, schon das wieder Feuer. Habe ich jetzt gar nicht erkannt. Wir haben heute eine heiße Sendung, das merken wir schon. So, ja, ein elektronisches Lichtbogenfeuerzeug. Mhm. Und das auch noch zum Klappen. Das heißt, man kann das einklappen. Ich habe das noch nie in dieser Verpackung gesehen. Deswegen habe ich jetzt gerade mal überlegt, was das eigentlich sein könnte. Aber diese Lichtbogenfeuerzeuge, die sind dann wirklich sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen auch sehr umweltbewusst. Man kennt das ja, ein klassisches Einwegfeuerzeug, egal ob normales oder eben so ein Stabfeuerzeug. Die sind da ein paar Mal an- und ausmachen oder ein paar Mal anmachen, dann irgendwann leer, dann schmeißt man sie weg. Diese hier funktionieren ganz einfach mit einem Lichtbogen und das über einen eingebauten Akku, den man jederzeit wieder mit einem USB-Ladekabel aufladen kann. Und wenn ich es richtig gesehen habe, bis zu 80 Mal zünden kann ich richtig damit. Und ich benutze das übrigens, so ein Gerät, Stabfeuerzeug mit Lichtbogen, um meinen offenen Kamin anzuzünden. Mm. Ich habe vorher, das ist jetzt schon 3-4 Jahre her, habe ich mir so ein Gas Anzünder gekauft, also so ein Gas-Stabfeuerzeug. Die haben mittlerweile alle Kindersicherung. Du kannst das mit einer Hand gar nicht mehr bedienen. Du musst mit einer Hand die Kindersicherung wegdrücken und dann hoffen, dass es funktioniert. Das ist viel praktischer. Aber ich habe hier zwei Zuschriften. Ich glaube, gerade beim ersten wären wir nicht drauf gekommen. Der Johann aus Goldbach schreibt uns nämlich, super zum Imkern, entzündet den Smoker bei jeder Witterung. Ja, und der Werner aus Affalterbach schreibt, ich benutze das Feuerzeug in meinem Wohnmobil als Gas- und Kerzenanzünder und bin gerichtsverbrannt und bin sehr begeistert. Hast du jetzt gerade versucht, ob das funktioniert? Nicht doch. Gekokelt hier. Ich habe eine Feuerlösche. Jetzt, ich meine, die sinnvollste Anwendung, die meiste wird natürlich sein, Kerzen damit anzuzünden, die vielleicht auch in einem Glas sind. Wir kennen diese Teelichter, die Windlichter. Und da kommst du ja mit einem normalen Feuerzeug gar nicht bei. Hier kommst du damit bei. Und jetzt hast du die Verpackung angesprochen. Ich finde das jetzt ganz gut, dass wir das so mal bekommen haben. Gemacht, oder? Das, kann man eigentlich das wäre natürlich auch eine tolle Geschenkidee. Absolut. Ja. Ich finde das sehr, sehr cool gemacht. Die sind übrigens auch sturmerprobt. Das heißt, ein normales Feuerzeug mit einer normalen Flamme würde definitiv ausgehen, sobald also der Windhauch dagegen kommt. Die hier, die halten stabil. Das ist keine Flamme, sondern so ein Lichtbogen. Und gerade Kerzen, behaupte ich immer wieder, gerade bei solchen Feuerzeugen, gehen also die Dochte davon, gehen deutlich schneller an. Und ich finde das auch sehr schön gemacht mit dem Zusammenklappen. Das liegt super in der Hand. Ja. Ein sehr, sehr schönes Teil. Extravagant und außergewöhnlich. Da kommt man definitiv drüber mit ins Gespräch. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. NX4619 und die 569. Und schön ist es, es ist kein Wegwerfprodukt. Man füllt es immer wieder auf. Also Sie sehen, wir gehen wieder quer durch den Pearl-Produktgarten. Irgendwelche Produkte aus unserem 16.000 Produkte. Wir sind auch so mit Monika spazieren, ne? Oh, das ist auch cool. Vor allem für den Preis. Das ist alles für dich. Alles für mich, du darfst auch. Das ist ein Dreier-Set, wenn ich mich nicht irre, oder, Carsten? Ein Vierer-Set sogar. Ein Vierer. Jetzt brauche ich noch einen. Ein vierteiliges Bürsten-Set. Das habe ich. Und die Bürsten alleine sind schon großartig. Wenn Sie aber noch eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber zu Hause haben, und ich denke, das wird bei den meisten so sein, können Sie dieses Bürstenset durch die passenden Anschlüsse ganz einfach mal, ich empfehle Ihnen einen Akkuschrauber ransetzen. Und durch diese Drehung, die normalerweise jetzt hier eine Schraube rein oder raus dreht, drehen sich natürlich die Bürsten. Und dadurch in der Kombination, durch dieses Drehen und diese Bürstenstruktur, kriegt man natürlich Verschmutzungen deutlich leichter entfernt als mit einer Bürste einfach so, wo man richtig Kraft aufwenden muss. Das übernimmt quasi jetzt dann hier der Akkuschrauber. Und ich finde das klasse, dass wir hier vier verschiedene Größen haben, vier unterschiedliche Bürsten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Ja, und ich glaube, gerade wenn du mal so einen Tisch vom Winterschlaf befreist oder jetzt auch mal so ein Fahrrad reinigen willst, von Hand, weiß jeder, wie anstrengend das ist. Hier mit den verschiedenen Aufsätzen ist, glaube ich, alles zu putzen. Man merkt auch die Qualität, wenn man über die Borsten streicht. Also ich glaube, da hast du eine enorme Putzwirkung. Und gerade im Außenbereich natürlich hervorragend. Die kleine könnte ich mir sogar vorstellen, dass du da so Abflüsse reinigen kannst, die definitiv immer schwer sind. Man ja. kann das ja indoor genauso verwenden. Bohrmaschine oder Akkuschrauber, das ist
natürlich Voraussetzung. Ohne Bohrmaschine oder Akkuschrauber können Sie mit dem vierteiligen Bürstenset nichts anfangen. Mhm. Aber sowas hat ja fast jeder Haushalt. Wollte ich gerade sagen. Und dann ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Also ein Akkuschrauber hat dann wirklich fast jeder im Haushalt. Und dann funktioniert das natürlich. Übrigens auch Schimmelreste oder sowas. Alles das, was ein bisschen angesutscht ist, auch mal im Badezimmer oder im Küchenbereich, lässt sich damit hervorragend ausreinigen. Wie gesagt, vier verschiedene Größen sind das. Und davon ist man auch in Dortmund überzeugt, die Melanie konnten wir überzeugen, ideal für die Fliesen- und Fugenreinigung in Bad und Küche. Besonders die Bodenfliesen, die über die Jahre immer dunkler werden, lassen sich damit besonders einfach reinigen. Und der Andi aus Steyr ergänzt, mit diesen Bürsten fällt es leicht, verschmutzte Gegenstände zu reinigen. Ich verwende es für die Badewanne, für Fliesen, für Gartenmöbel, für den Grill. Auch immer so ein Thema, wenn du jetzt den Grill auch langsam winterfertig machst, bevor du die Haube draufsetzt, machst du nochmal das Grillrost nochmal vernünftig sauber, vernünftig einsprühen und dann mit so einer Bürste sauber, dann hast du es im nächsten Frühjahr wieder so schnell einsatzbereit, dass du direkt wieder das Grillkotelett auflegen kannst. Also hier mal verschiedenste Bereiche, Sie werden weitere finden. Und das im praktischen Viererset jetzt hier super gemacht. Sauber schrubben, leicht gemacht heißt es. Ja, natürlich. Und gerade mit der Hand kannst du nie diese Dynamik entwickeln wie eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber. Daher finde ich das toll. Vierteilige Set für 10 Euro, der Wahnsinn. Aber Klasse. Es geht Schlag auf Schlag weiter in unserer 10 Euro Überraschungsshow. Bitte, wenn Ihnen was gefällt, bitte schnell sein, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Hier kommt der Price Alarm. Ja. Ist natürlich toll. Jetzt haben wir eine Ausnahme. Du darfst ihn öffnen. Und zwar haben wir hier ein sehr hochpreisiges Produkt und das heißt maximal ein Stück pro Besteller. Und das ist ein... Hätten wir es, nennt man das Sparschäler? Nee, ein Obst und Gemüseschäler. Ich habe heute so viel Mühe gegeben. Jetzt muss man dazu sagen, wir saßen eben in der Mittagspause draußen zusammen am Tisch und Diana hat einige Äpfel und einige Birnen mitgebracht. Das war sehr lecker. Und das war wirklich lang, ne? Und ich habe Mühe gegeben. Aber du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Ja. Da waren auch so ein paar angeditschte... Für euch? Wirklich, ich mache das mit Wir haben also unseren Vitaminschub heute schon bekommen. Oh ja. Hättest du das gewusst, hättest du dir genauso viel Mühe gegeben, dass wir jetzt so einen Obstschäler haben? Das ist einfach... Jetzt sag nicht nein. Nein. Also jetzt muss ich kurz mal vorlesen, was uns Wilhelmine aus Falkensee schreibt. Weil ich kann mir das jetzt gut vorstellen, dass Ihnen ähnlich geht. Sie schreibt, ich war skeptisch, ob das Gerät wirklich Äpfel, Birnen und Kartoffeln schälen kann. Und meine Antwort ist, ja, das Gerät kann das. Und das schnell, erfreulich, gründlich und ohne dicke Schalen als Abfall zu produzieren. Der Auf- und Abbau und die Reinigung des Geräts sind super leicht. Und da sehen wir es, Äpfel und Ähnliches. Guck mal, übrigens, cool. Die Emmy schreibt auch, da Kartoffelschälen sonst immer von Hand so lange dauert, ist dieses Produkt eine wahre Erleichterung. Aber da sehen wir es auch, wie dünn, ohne irgendwas zu verschwenden. Ja, aber zum Beispiel, du kannst Zucchini-Pasta machen. Ach so, Zucchini-Spaghetti. Spaghetti, ja. Zucchini-Spaghetti? Ja, warum nicht? Oder das ist auch eine Idee. Ich glaube, da kommt jeder so auf. Also gerade zur Verzierung, du könntest doch da mit Sicherheit auch Karotten etwas dickere rein mit und Sicherheit die dann so schälen lassen. Dann hast du Karottenspaghetti. Ja. Ist auch was Schönes. So ein bisschen garnieren. Also einfach ein bisschen Fantasie walten lassen. Aber wir haben es gerade gesehen, wie einfach das geht. Wenn ich überlege, was du einen Aufwand betrieben hast, um so vier oder fünf Äpfel zu schälen, wie lange das gedauert hat, ohne dir zu nahe treten zu wollen, die werden gemeint. Oder aber hier einfach einsetzen und auf den Knopf drücken. Weißt du was, wann ich koche zum Beispiel Apfelstrudel oder Apfelkuchen, dass du brauchst wirklich viele, viele Äpfel ohne Haut. Und natürlich, das braucht immer Zeit. Und dann, wenn du schneidest, dass du brauchst... Diana, wir machen jetzt einen Deal. Ich kaufe dir diesen Obst- und Gemüseschäler. Das gefällt mir und schon. Du machst mir jede Woche einen Apfelkuchen. Nein, das ist wie viel Apfelschneider musst du mir kaufen. Ich kaufe die Äpfel und du kaufst den Schäler und du machst den Kuchen. Jede Woche einen. Und ich esse ihn. Und Monika isst ihn. Ingo, machst du die Sahne? Vanilleeis. Oh ja, bringe ich auch mit. Ich glaube, merken Sie, was das für Hunger macht, wenn man nur drüber spricht, mit dem Apfelkuchen. Ja. Machen Sie doch auch mal wieder einen Apfelkuchen, aber machen Sie es einfach mit diesem elektrischen Apfelschäler. Was mir übrigens sehr gut gefällt, viele Küchengeräte, da weißt du ja gar nicht mehr, wo du sie einstecken sollst, weil alle Steckdosen belegt sind. Das ist batteriebetrieben, das kannst du irgendwo betreiben und fertig machen. Und so einfach geht das dann, ohne Vorbereitungszeit. Und wir schauen mal auf Pearl.de, da sehen wir knapp 24 Euro. Das ist schon ein günstiger Preis. Hier und heute für Sie
Batterie als Preisalarm 10 Euro. Und die Bestellnummer ist die NC3447 und die 569. Und Sie bedenken bitte an nur einen pro Besteller. Aber wenn in jedem Haushalt so ein Schäler steht, ich glaube, dann ernährt man sich automatisch auch ein bisschen gesünder, weil man eben mehr Obst und Gemüse mit in den Speiseplan aufnimmt, oder? Ja, oder das Kinder im Haushalt. Ja, ja. So geschälte Äpfel schmecken doppelt so gut, oder? Früher als Kind Apfel ohne Schale. Heute esse ich sie mit, als Kind nur ohne Schale. Ich meine, als Kind die Äpfel, die Oma geschält hat, die waren immer die besten. Ja, das sowieso. Da kommt, also, egal wie, da kommt keiner ran. Aber eine schöne Idee. Dankeschön. Gerne, packst du mit mir aus? Guten Abend. Ja. Was gibt's denn da? Oh lala, mal Licht kommt. Auf das schöne Licht. Und oh, das ist klasse. Wir haben Solar-LED-Dachrinnenleuchten für Sie. Genauer gesagt eine für 10 Euro. Nein, das ist ein Spitzenpreis. Sowas kostet normalerweise 15 bis 20 Euro Minimum. Weil die natürlich zum einen über einen Sensor ausgestattet oder mit einem Sensor ausgestattet sind. Das heißt, die gehen automatisch an. Zum anderen sind sie natürlich wind- und wetterfest und sie sind ausgesprochen hell, wenn sie angehen. Mit 160 Lumen leuchten sie also überall dort aus, wo sie ausleuchten möchten. Das Geniale daran ist, dass man die ganz einfach mit dieser Halterung werkzeugfrei ganz einfach an einer Dachrinne anschrauben kann. Denn so eine Dachrinne geht ja sowieso so einmal ums Haus, einmal ums Gebäude rum. Und dann schraubt man die ganz einfach oben fest und dadurch, dass das Solarpanel die Versorgung des Akkus mit Energie übernimmt und hier der Bewegungsmelder das Licht automatisch einschaltet für eine gewisse Zeit, ich gucke gleich nochmal, wie lange das Licht dann anbleibt, hat man hier eine hervorragende Beleuchtung, die gut aussieht, den Weg ausleuchtet und mit Sicherheit auch als Diebstahlschutz super geeignet. Also du hast viele Sachen gesagt, die mich schon begeistern. Also hier sehen Sie das Werkzeug los. Das ist eine Flügelschraube. Und egal, also jetzt eine Dachrinne wird es genannt, das kann aber auch eine Dachkante sein. Da schraubt man das einfach handfest fest und dann ist sie installiert. Und die Beleuchtung, kann ich dir sagen, eigentlich brennt die ganze Nacht. Und zwar in einem gewissen schwachen Licht. Und sobald jetzt Bewegung an den Bewegungssensor kommt, wird es richtig hell. Bis zu 160 Lumen. Und so kann man wirklich davon ausgehen, dass es das helle Licht, das dann ein bisschen mehr Energie braucht, wirklich nur beleuchtet, wenn man es braucht. Da sehen Sie, so hell kann das sein, dass es wirklich im Normalfall durch die Aufladung tagsüber eigentlich die ganze Nacht hält. Ja, das ist recht. Also so normalerweise hat man immer so einen Grundlichtpegel. Und dann bleibt das Licht eben entweder so lange an, bis eben Bewegung entsteht oder bis 5 Sekunden danach. Super Reichweite, 8 Meter hat hier der Bewegungsmelder, das heißt also sehr, sehr zuverlässig. Und ich behaupte mal, für das Geld kann man sich sicherlich auch mal eindecken, auch mal 2, 3 Stück oder was so in Reihe schalten. Das sieht sicherlich auch mal als Beleuchtung, gerade jetzt für die bevorstehende dunkle Jahreszeit, richtig klasse aus. Ich bin ganz angetan von dieser Solarleuchte, schreibt uns der Jockel aus Kranzberg, einfach zu montieren. Und gibt nachts ein sehr helles Licht, hat er recht mit. Und der Karl aus Coswig ergänzt, einfach an der Dachrinne mit beiliegendem Material befestigen. Und schon ist der Weg darunter bei Dunkelheit super beleuchtet. Und das ist ein bisschen irrtümlich, dieser Name Dachrinne. Weil das geht auch, wenn Sie so eine Doppelgarage haben und oben ist so ein Blech, das ein bisschen übersteht. Selbst da kann man es festmachen und dann eben vor der Garage auch Beleuchtung haben, ohne Installation im Prinzip. Ja. Also ich finde diese Dachrinnenleuchten wirklich toll. Aber es geht mit Sicherheit auch toll weiter. Nochmal, wenn Ihnen was gefällt, schnell sein. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent für 10 Euro. Und Sie dürfen auch mehrfach anrufen. All Ihre Bestellungen werden über den Tag gesammelt. Und Sie zahlen maximal einmal Porto bzw. Versand. Jetzt kommt etwas, was ganz wichtig sein könnte, gerade in der heutigen Zeit. Oh, nee, für eine Überwachungskamera für 10 Euro? Das gibt's doch nicht. Aber nimm's mal raus und zeig's mal unseren Zuschauern. Das ist doch ganz klar eine Überwachungskamera. Professionell. Also die sieht doch wirklich alles hier. Guck mal hier, da leuchtet doch sogar ein LED-Punkt. Ja. Also wenn das keine Überwachungskamera ist, dann weiß ich es nicht. Also erstmal muss man sagen, es ist eine Attrappe zu 100%. Also diese Kamera hat keine Funktion. Aber wenn wir sie mal seitlich zeigen, sehen wir hier den Hersteller von richtigen Überwachungssystemen. Also das ist schon mal ein Indiz, dass das eine richtige Kamera sein könnte. Jetzt haben wir oben ein Solarpanel und dieses Solarpanel speist die Energie, die gebraucht wird, damit dieses rote Licht hier leuchtet. Und wenn ein rotes Licht, ich glaube, das wissen alle, selbst kleine Kinder, ein rotes Licht in einer Kamera heißt, die ist scharf. Dann sehen wir auch hier, ja, es sieht auch perfekt aus mit dem Objektiv, auch mit den LEDs, die außenrum sind, mit Nachtsicht. Und ich glaube, ein potenzieller Einbrecher,
kann so etwas nicht von einer echten Kamera unterscheiden. Und dementsprechend wird er sich ein anderes Objekt suchen. Ich glaube, der Abschreckungsfaktor ist hier sehr, sehr hoch. Und darum geht es. Also ganz ehrlich, ich habe ja auch schon mal die eine oder andere Überwachungskamera gesehen und in der Hand gehabt. Also ich hätte jetzt nicht auf Anhieb erkannt, dass es sich dabei nicht um eine echte Kamera handelt, die ein Video von dem aufnimmt, der gerade davor steht. Das sieht also wirklich täuschend echt aus. Auch hier mit diesem Dach drauf und dergleichen. Also wenn ich mir eine Überwachungskamera vorstellen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich so beschreiben. Mit diesen LED-Leuchten innen drin, so Nachtsicht-LEDs sieht das so aus. Und vor allen Dingen gerade hier mit diesem blinkenden roten Licht. Das ist für mich ganz klar eine Kamera, die scharf geschaltet ist. Mit dem Kabel auch. Ja, natürlich, das macht es also noch echter. Ich kann mir auch gut vorstellen, an Orten, wo man eigentlich schwer ist, Kameras zu installieren, weil man keinen Strom hat, kein Internet oder ähnliches. Also ich spreche jetzt von Gartenhäusern, Schrebergärten, von vielleicht auch Lagerhäusern oder Garagen, die ein bisschen abseits gelegen sind. Das hier sichtbar anbringen. Und dann meint jeder, da ist eine scharfe Überwachungskamera im Werk. Und also wenn du Einbrecher wärst und ich sage jetzt mal, da sind 5 Objekte, die zur Auswahl stehen, wo du was klauen könntest und 3 davon sind videoüberwacht oder scheinen videoüberwacht zu sein, in welchen würdest du versuchen einzubrechen? Ja, also ich würde mir wahrscheinlich das Haus nehmen, wo ich sicher bin, dass ich nicht entdeckt werde. Richtig. Ja, also das wäre jetzt meine Intention der ganzen Geschichte. Und wenn ich jetzt hier irgendwo so im Eingangsbereich oder im hinteren Teil des Grundstücks so eine Kamera sehe, die auch noch leuchtet hier, die offensichtlich scharf geschaltet ist. Ja, und die sieht dann noch so aus, als wenn hier eben Nachtsichtfunktion und so weiter dabei wäre, dann würde ich definitiv sagen, Junge, lass die Finger weg. Sonst atmest du gesiebte Luft, da kann man dich natürlich leicht enttarnen. Super gemacht, Solarpanel ist oben drauf, das heißt, man hängt die genau dorthin, wo man sie haben möchte, schnell an die Wand gedübelt, an Holz geschraubt oder wie auch immer. Und dann hängt die erstmal da, die Stromversorgung für das rote Licht erfolgt automatisch. Und das ist wirklich mal ein sehr abschreckendes Element. Und für 10 Euro sicherlich mal eine Sünde wert. Richtig, und vor allem bezahlbar. Und der Abschreckungseffekt ist eigentlich unbezahlbar. Sieht aus wie echt hier, guck mal. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, die PX1942 und die 569. Hier haben wir schon mal so ein Rolltor, das dürfte ein etwas abseits gelegenes Lagerhaus sein. Aber du kannst das natürlich auch zu Hause mehrfach installieren. Eingangsbereich, Terrassenbereich. Und allein dieses rote Licht suggeriert schon, diese Kamera ist scharf. Und das Einzige, was Sie machen müssen, 3 Schräubchen in die Wand und dann hält sie. Ja. Ja, also ich finde die toll, auch optisch, absolut der Hammer. Wie gesagt, ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, wir zeigen hier eine Überwachungskamera für 10 Euro. Tun wir ja auch, nur eben eine, die mehr als Dummy gilt und abschreckend wirkt, denn eine echte. Cool, was wir alles im Programm haben. Ja, also über Reinigung bis hin zur Überwachungskamera, heute ist wirklich alles dabei. Und Gemüseschäler hatten wir auch. Ja. Da ist übrigens die Nachfrage schon riesengroß. Ich finde es toll, dass Sie sich für so einen Gemüseschäler entscheiden. Das heißt, dass Sie auch sich gesund ernähren. Vitamine. Jetzt geht uns ein Licht auf, oder? Ja. So. Wow. Okay. Oh. Für 10 Euro ein Dreier-Set Kerzen. Schauen wir mal. LED-Kerzen wohlgemerkt. Das ist mal ein echter Knaller. Da zahlst du gut und gerne mal um die 20, 25 Euro für. Und die sehen dann wirklich täuschend echt aus. Jetzt haben wir hier eine Fernbedienung dazu. Ich habe den Anschalter gerade gesucht. Aber das ist natürlich praktisch hier. Und ich sehe, wir haben Timer-Funktion, wir haben ein helles Licht. Wir können das Ganze flackern lassen. Candle? So ganz leicht. Guck mal, jetzt habe ich dieses Flackerlicht reingemacht. Also jetzt ist es noch echter. Und das kann man alles mit der Fernbedienung steuern. Sieht man nicht, und natürlich, ne, auch ausschalten bzw. einschalten. Also wenn es dunkel ist, sieht man das hervorragend. Diana, machst dann du mal das Licht wenn aus? Wenn du sagst, dann natürlich. Mach mal das Licht aus. Wunderbar. Und jetzt sehen wir wie das. Wie romantisch. Guck mal. Aber guck mal, wie flackern die, wie echte Kerzen, ne? Da ist Kerzenflacker mit drin, ne? Wow. Ja, es scheint auch runter ins Wachs zu leuchten, so wie bei echten Kerzen. Macht diese Illusion perfekt. Aber es ist natürlich absolute Sicherheit. Ja, und ist natürlich, ich weiß zum Beispiel von vielen, du kannst ein bisschen dunkler machen. Mhm. Und du kannst ein bisschen... Das sieht jetzt richtig toll aus. Du, gerade bei älteren Personen, die vielleicht schon ganz leicht unter Demenz leiden, die auch Kerzenliebhaber sind, aber da sollte man als Angehöriger vielleicht sagen, komm, benutzt diese Kerzen, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber schön sind die. Monita, komm, du bist eine Frau, du hast einen ganz anderen Blick auf solche Produkte wie wir. Was würdest du dazu sagen? Ich finde die wunderschön, alleine auch mit dem Flackern und dass es hier eine Fernbedienung gibt und keine Echtkerzen sind, weil die kann man auch einfach mal anlassen. Und ich liebe das ja so um die Herbstzeit, wenn es so schön dunkel ist abends und kalt, überall Kerzen aufzustellen. Ich liebe das. Ich habe so viele Kerzen immer. So schön. Das ist gemütlich, oder? Ja. Da kannst große Licht gerne mal ausbleiben, so ein bisschen Kerzenlicht rumrum. Mhm. Oder mal so in die Badewanne.
ein paar Kerzen rundherum aufgestellt. Ja, ich habe leider nur eine Dusche, aber auch da. Ach. Sehr gut. Carsten, ja. Stellt dir seine Badewanne gerne mal zur Ich habe ja auch noch eine Dusche. Ich hatte gehofft, dass ihr eine habt. Jetzt müsst ihr beide zu mir kommen. Ich habe eine Badewanne. Nein, aber ich finde den Sicherheitsfaktor, den finde ich natürlich auch wichtig, auch wenn man es mal vergisst. Vielleicht hat man auch Haustiere oder Kinder oder Enkel im Haus. Dann sind echte oder Kerzen Diana. Immer ein bisschen ein Problem. Diana ist auch immer gefährlich mit echtem Feuer. Ja. Ja, also ich glaube, das ist wunderschön. Man verzichtet nicht auf die Optik, aber auf die Gefahr und auch auf und die brennen ja nie runter. Du musst sie nicht nachkaufen. Sie sehen auch in 5 Jahren noch genauso schön aus. Diana, hast du eine Badewanne? Ja? Diana hat auch eine Badewanne. Aha. Okay, haben wir das auch geklärt. So, Bestellnummer für das Dreier-Set ist die ZX6046 und die 569. ZX6046 und die 569. Sehr, sehr schöner Artikel heute wieder. Sehr abwechslungsreich. Aus verschiedenen Produktbereichen ist für jeden das Passende dabei, überhaupt nicht mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt sehen werden. Ich kann es dir gleich sagen, Carsten. Nicht so romantisch, aber... Nicht romantisch, aber sinnvoll. Ach so. Jetzt kommen wir zu etwas ganz Sinnvollem. Und das ist ein Produkt aus unserem aktuellen Programm. Oh. Das müssen wir sagen, das ist einer unserer Bestseller bei Bastel- und Heimwerkenzubehör. Und zwar, ich glaube, wir kennen alle diese Bilder von Chirurgen oder von Zahnärzten oder von Goldschmieden. Die arbeiten meistens mit Stirnlampen und Stirnlupen. Und genau so eine Kombination haben wir hier. Ja, eine Stirnschlupe. Eine Stirnschlupe. Schlupe, genau. Schlampe, Schlampe, Schlupe. So, jetzt. Oh, Entschuldigung. Also, Stirnlampe und Stirnlupe. Das war wieder so ein freudscher Versprecher. Ja, also genauso ähnliche Sachen haben natürlich auch diese Leute an, die hier wirklich auf Präzision Wert legen müssen. Wir haben hier eine 1,2 bis 8,75-fache Vergrößerung, die möglich ist. Also auch, ich glaube, beim Löten, bei Elektrotechnik oder ähnliches ist das eine enorme Hilfe. Schau mal auf deine Fingernägel. Wird es da auch helfen? Licht ist an. Da wird es auf jeden Fall helfen. Die sehen sehr gut aus. Ja, man sieht alles sehr, sehr deutlich. Ich bin begeistert. Und man hätte die Hände frei. Richtig gut. Guck mich mal an. Mal, ich mache auch mal eine drauf. Moment. So. Das Schöne, man kann den ja hier in der Größe... In der Guck mal bitte in die Kamera. Monika, warum hast du so große Augen? Was? Oh mein Gott. Oh, aber Alena aus Wasserberg schreibt, endlich wieder eine Nähnadel einfädeln können, ist super. Der Walter schreibt, ich habe mir diese Lupe für den Modellbau und für Lötarbeiten bestellt. Durch den wechselbaren Linsen habe ich jetzt immer alles im Blick. Und Gerd schreibt auch noch etwas, nämlich einfache Anwendung für Hobbyarbeiten, für Basteln unentbehrlich. Wenn es auf Genauigkeit ankommt, sehr gute Vergrößerung. Wahlweise von 1,2-facher Vergrößerung bis hin zu 8,7-facher Vergrößerung. Carsten, steht dir auch gut, oder? Bist du eigentlich handwerklich begabt, Carsten? Die einen sagen so, die anderen so. Ich sehe keinen Unterschied. Ne? Also was so filigrane Arbeiten angeht, so Lötarbeiten. Oder so. Ja, ich bin pingelig genug dafür. Ja, ich bin einfach ein Perfektionist, oder? Absolut. Also dann ist das ja genau das Richtige für dich. Ich bin das Skalpell und nicht das Breitschwert. Das haben wir uns schon, mehrfach gedacht. Also, Carsten, das Skalpell würde diese Brille auch empfehlen. Und ich muss noch mal darauf hinweisen, das ist ein Produkt aus unserem aktuellen Programm. Jetzt für Sie, exklusiv als Pearl TV-Zuschauer, auf 10 Euro reduziert und mit Sicherheit bei vielen Arbeiten eine enorme Hilfe. Die Bestellnummer, die PE1553 und die 569. Ich glaube, Monika, Diana hat sich jetzt frisch in dich verliebt. Ja, mit mich, so großen Augen, das geht gar nicht von dir haben. Lass die große Augen. Lob mich nicht so an, ich habe mich überschrocken. So, und ich hoffe, Sie haben auch tolle, lustige, interessante Produkte bei uns gefunden. Und bestellen Sie jetzt Ihr Lieblingsprodukt, weil das war sie schon wieder. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow mit tollen, fantastischen Produkten. Ich liebe Überraschungen. Bleiben Sie bei uns, geht spannend weiter. Viel Spaß.